Hi Leute, heute will ich euch zeigen, wie Haus des Geldes die Welt verändert. Okay, die Aussage ist ziemlich extrem und ich muss zugeben, auch ein wenig überspitzt. Dass sich die Welt jetzt nicht einfach um 180 Grad wendet, sollte jedem klar sein. Auch nicht durch eine Serie wie Haus des Geldes, obwohl sie schon ziemlich gut ist. Aber die Serie hat auf jeden Fall wichtige Elemente in der heutigen Zeit grundlegend verändert oder wird sie noch verändern. Vorab Leute, ihr braucht keine Angst haben, spoilern werde ich in diesem Video auf jeden Fall nicht. Selbst wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt, den Bella Ciao Remix habt ihr sicherlich schon gehört. Denn der war ja wirklich ein Sommerhit letztes Jahr. Aber leider wissen die wenigsten, was der Original davon überhaupt bedeutet, beziehungsweise wo das überhaupt herkommt. Denn eigentlich ist Bella Ciao die Widerstandshymne der Italiener zur Zeit, wo die Faschisten in Italien reagiert haben und das Volk unterdrückt haben. Deshalb wird, vor allem auf linken Demos, das Lied öfters mal im Chor angestimmt. Aber was für Auswirkungen das jetzt nach Haus des Geldes hat, ist nicht mehr normal. Das sind nicht nur noch ein paar Leute, wo das machen, sondern es ist fast jeder. Aber die spannendsten Szenen fanden auf der Straße statt. Überall wurden die auffälligen Masken und roten Overalls zur Schau gestellt. In Amerika, Europa und Asien. Auf Demonstrationen im Libanon und im Irak, in der Türkei, in Frankreich und in Chile. Chile ist da ein Knackpunkt. Da sind mehrere Millionen Menschen fast täglich letztes Jahr auf die Straße gegangen, um gegen die Sozialpolitik der Regierung zu demonstrieren. Da hat man auch gemerkt, wie Haus des Geldes Einfluss auf das Leben anderer nimmt. Man hat wirklich gemerkt, dass sehr viele Leute in den roten Overalls und auch mit diesen auffälligen Masken durch die Straßen gegangen sind bei Demonstrationen. Das war keine Minderheit, das war die Mehrheit. Mit der wieder modernen Hymne Bella Ciao auf den Lippen kämpften Fans der Serie für Demokratie, Feminismus oder die Umwelt. Bella Ciao. Die Bankräuber sind keine einfachen Kriminellen. Das ist in der Serie der Widerstand. Und das hat sich in die echte Welt übertragen. Vor allem die roten Overalls und die ziemlich auffallende Maske haben den Erfolg ausgemacht. Denn sie passen für jede Art von Widerstand. Sei es Widerstand gegen Menschenrechtsverletzungen, sei es sozialer Widerstand oder was auch immer. Es passt, egal in welcher Form. Kleiner Funfact, in der kriminellen Welt hat sich natürlich auch vieles geändert durch die Serie. Kann man sich ja denken. Das ist eine Serie, die zeigt, wie man eine Bank ausraubt. Da wird es wahrscheinlich auch Bankräuber geben, die das nachäffern und dann auch in so einem roten Overall und einer ziemlich auffallenden Maske eine Bank ausrauben. Und ja, das gab's. Selbst in der Seenotrettung hat Haus des Geldes viel verändert. Das ist spätestens seitdem klar, als das Rettungsschiff von Open Arms den Hafen von Lampedusa erreicht hat. Aber als dann Dutzende Flüchtlinge, deren Boot von einer NGO gerettet wurde, Bella Ciao anstimmten, sobald sie in Sicherheit waren. Das war unbeschreiblich.